für den Wald. Sprich zu uns für die Arbeitsgemeinschaft der Waldeigentümerverbände, Professor Andreas Bitter. Liebe Mitstreiter, ich grüße Sie herzlich. Ich danke Ihnen, Zehntausenden, nein, Hunderttausenden im Lande, die ihren friedlichen Protest auf die Straße getragen haben. 2 Millionen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer stehen an ihrer Seite. Wir fordern keine Steuererhöhungen beim Diesel für Land- und Forstwirtschaft. Als Symbol unseres Protestes haben wir heute einen Harvester, einen Ponzer Scorpion King mitgebracht. Ein Skorpion ist grundsätzlich wehrhaft, aber friedlich. Genauso wie unser Protest. Wir gefährden nicht die Demokratie. Nein, wir leben Demokratie auf den Straßen, auf den Plätzen und heute auf offener Bühne. Das Land greift ein in den Dialog. Wir sind es leid, Benachteiligungen ertragen zu müssen und Untergängelungen zu leiden. Der Herr Minister hat gerade die Bühne verlassen, wo ich ihm sagen wollte, stoppen Sie die Lawine der Regulierung, die auf uns eindrischt. Zwei Stichworte. Entwaldungsfreie Lieferkette. Es gibt in Deutschland keine Entwaldung. Dennoch sollen ab nächstem Jahr Waldbesitzer jeden Einschlag vorab bei der EU anmelden und nur dann dürfen sie Holz ernten und in Verkehr bringen. Ist das Bürokratieabbau? Nein, das ist ein Bürokratiemonster. Novellierung Bundeswaldgesetz, zweites Stichwort. Pauschal soll der Abstand aller Rückegassen von 20 auf 40 Meter vergrößert werden. Das würde bedeuten, dass unser King da hinten nur noch auf der Hälfte der Fläche eines Bestandes eingesetzt werden kann. Ist das wirtschaftlicher Erfolg? Nein! Das gefährdet die Waldpflege, die Stabilität der Wälder und den Klimaschutz. Von daher gesehen, stoppen Sie die Lawine der Regulierung. Herzlichen Dank.